Achtung, nicht nur tut der Asphalt weh, weil er so heiß ist, diese hochelektrisierenden Stromkabel werden dich schocken in den Tod. Spring low. Was ist denn das nochmal für ein Lied? Oh, ah ja, ich darf hier den Asphalt nicht berühren. Warum haben Maulwürfe und diese blauen Chucks hier nicht das Problem? Wieso dürfen die einfach auf die Straße drauf und ich sterbe? Was ist das für ein Lied? Das ist irgendein Popsong. Irgendein Real-Life-Lied. Ich habe es nur gerade nicht mehr auf dem Schirm. Aber wenn ich es höre, dann werde ich es sofort erkennen. Okay, das sind Propeller-Scheigeist. Ja, hier ist ein Pilz drin, aber ihr seht, den zu holen ist, glaube ich, schon anstrengender, als es einfach sein zu lassen. Also klar, es ist Brasilien, es ist mega heiß, ich verstehe das, aber es ist so heiß, dass... Ich meine, Mario trägt ja Schuhe. Oh, okay. Ja, toll, spring doch. Ich meine, Mario trägt ja Schuhe, er wird ja wohl auf die Straße gehen können, oder? So schlimm dort. Oh, ich habe das Kabel oben berührt. Ja, okay. Ich meine, guckt euch mal an, was hier gerade auf diesem Bildschirm los ist. Ich kann hier nicht mal mehr überhaupt was. So, lass mich. Bitte. Und trotzdem ist es sogar noch eins der einfacheren Level im gesamten Spiel bis jetzt. Achso, der Geisterboss. Okay, klar. Da ist ja auch noch hier. Okay, der ist ja easy an sich. Kann ja nicht so. Achso, du kannst Feuer schießen. Okay, das ändert einiges. Aber es hält sich immer noch in Grenzen. Aber zumindest kann er jetzt mal was. Er schießt. Auch wenn er mal zwei Feuerbällchen schießt. So. Boah, ich bin immer noch am Rätselraten wegen diesem Lied. Vielleicht wird es sogar gecopyright-claimed von YouTube. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Zum Beispiel bei Pink Floyd Wish You Were Here. Dann lief das auch als Super Mario World Lied. Und ich weiß, was ist das für ein Lied? Ich kenne dieses Lied, aber ich weiß nicht, was es ist. Ja, YouTube hat es mir dann gesagt. Das nehme ich mit einem Copyright Claim. Ey, übrigens, das ist diese Musik nachgemacht. Also, Kohle für das Video geht mal schön an andere, nicht mehr an dich. Ja, und so könnte ich es eventuell auch hier erfahren. Okay, nächstes Level. Ja, das ist Yoshi's Island Mucke, das kann ich auf jeden Fall sagen. Sieht auch sehr hübsch aus. So, was nicht so hübsch ist, ist dieser Blödmann da oben und ich bin tot. Okay, wisst ihr, was das Problem ist? Ich hänge die ganze Zeit an dieser Kante hier fest und verliere meinen Anlauf. Und dadurch schaffe ich es nicht, darüber zu springen. So, achso, das Level ist voll mit Hammerbrüdern, das ist ja fantastisch. Und die Dudes ja auch noch. Okay. Puh. Ne, ich komm klar. Alles gut. Ach, das ist echt blöd mit den... Das ist mit einer Feuerblume. Hatten wir noch gar nicht in diesem Spiel. Hinterher gibt es hier Feuerblumen und sie können einfach kein Feuer schießen oder sowas. So wie unser schönes Cape. Ah, toll. Was ist denn jetzt hier los? Aha, aha. Komme ich irgendwie wieder lebend raus? Ja, da oben links meine ich. Da ist mein Cape. Und schon weg. Alles klar. Gut. Das ist ein Statement. Die Level sind jetzt auch nicht so lang. Ich meine, das ist auch gut, weil die gehen auch schon echt ab. Das eine mal mehr als das andere. Ihr habt jetzt gesehen, die letzten zwei Bahnen eigentlich schon wieder fast okay im Vergleich. Aber das mit dem Schlüssel zum Beispiel, wo man hochklettern und wieder runter musste, war extrem. Dann dieses andere mit dem... Was war nochmal das vor dem Asphalt? Ich habe es schon vergessen. Auch schon ab. So, jetzt geht es hier einmal schön nach Osten. Mit Mario Kart Strandmucke. Achso, wir dürfen sogar in das Wasser rein und heil bleiben. Okay, gibt es ein paar Seepferdchen, die... Okay, explosiv... Ah ne, warte mal, der Fisch ist explodiert. Die roten Fische explodieren. Achso, das ist auch noch da. Achso, das ist... Ah, die Algen sind Boden. Okay. Gut. Ja, das war ja zu erwarten, dass ich das nicht länger als ein paar Sekunden behalten kann. Ja. Okay, es ist wieder so ein Level. Dann warten wir mal. Okay, jetzt kann ich los, oder? Ja, ich bin langsam unter Wasser. Es tut mir leid, was soll ich denn machen?
So. Ihr könnt alle durch die Wände ballern, das ist super. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay. Einfach in Bewegung bleiben. Nein, und dann explodiert einfach der Fisch. So, das ist... Ja, dann halt nicht in Bewegung bleiben. Was soll ich denn dann machen? Okay, so. Achso, ich darf den, das Seepferdchen selbst auch nicht berühren. Ja. Also ihr könnt gerne die Rewinds mitzählen, die ich in diesem Spiel tätige. Das ist ein bisschen sehr viel, glaube ich. Am Anfang ging es noch. Das erste Level habe ich so mit 1, 2, glaube ich, noch hinbekommen. Und danach wurde es halt immer chaotischer. Entschuldigt. Ich versuche hier... Okay, wir müssen... Ja, ich kann aber nicht unten lang, weil... Okay, jetzt aber... Nein, doch. Ich weiß es nicht. Boah, guckt ihr euch an! Hallo! Was? Alter, Entschuldigung, aber lass mich doch eine Millisekunde nicht tot sein. Was ist denn hier los, dieser Fisch? Er lässt mich nicht überhaupt irgendwas machen. Ich gehe runter, er geht mit mir runter und frisst mich oder tötet mich. Ich gehe nach rechts, er holt mich ein und tötet mich. Ich bleibe auf der Stelle stehen, er tötet mich auch. Ich kann nichts. Ich bin instant tot, egal was ist. So, und dann, wenn ich schaffe, ihm zu entkommen, dann sind die anderen Fische da, um mich dann da zu töten. Weg hier zum Boss. Boss ist immer noch das Nette in dem Spiel. Die Bosse sind immer noch das, wo man sich erholen kann und chillen kann. Oh, guck mal, Claw Grip, schön. Ein netter... Was? Okay, da sind ein bisschen viele Steine. Solange der Emulator dadurch nicht abkackt, von mir aus. Okay. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass der Boss komplett unter Wasser stattfindet. Aber ich nehme es mal. Und guck mal, der Boss ist schon viel angenehmer als das gesamte Level an sich. Es war ja extrem wieder mal. Ich darf nur nicht dafür sorgen, dass die Steine gegeneinander knallen. So, jetzt. Bitteschön. Okay. Solange ich hier oben bleibe, bin ich ja auch sicher. Hier, den nehme ich mir. Und dann hoch und dann drauf da. Den hole ich, oder? Ne, den nächsten. Ne, den nächsten. Den hier, okay. Und Feuer! Und wir haben gewonnen. Okay, guckt mal, der Boss war easy. Der Boss war fair, machbar, nett. Ich meine, er hat die uns auch nicht selber programmiert. Es gibt ja schon viele fertige Custom-Bosse. Es war ein Mario Bros. 2 Boss. Aber das Level, geht das zu sehr ab. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Du schießt deine Dinger. Okay. Ja, kannte ich auch so noch nicht. Gibt immer wieder was Neues. Ja, dann... Ja, toll, ey. Muss ich am Ende nicht wieder zurück oder so? Das sieht ein bisschen danach aus, als müsste man... Hallo. Wieder zurück am Ende. Das ist ein normaler Poki. So. Ja, dann schieß mal deine Dingers hier. Naja, toll, ey. Der trifft mich so oder so. Okay. Der nächste. Ja, boah, verfolgt mich noch hier mit, ey. Das ist doch... Ja, dann schieß alle von mir aus, wenn es sein muss. Hier, und der letzte nicht. Okay, der letzte bleibt. Ein fliegender Pilz. Ich werde hier getroffen. Okay. Da ist mein P-Switch, dann muss ich jetzt einmal schön das gesamte Level zurücklaufen. Deswegen habe ich schon versucht, ein bisschen bewusst mehr von diesen Steinen kaputt zu hauen. Okay, ich sag mal so, es bietet keinen wirklichen Spaßfaktor, wenn 100-mal dieser komische grüne Poki hier ist und immer seine Dinger schmeißt. Man kann ja nicht einfach ihn besiegen, man kann nicht über ihn drüber springen. Man muss ja echt immer warten, bis er hier ein paar von diesen Dingern wegschießt. Und das ist immer so ein bisschen, okay, ah, der ist wieder hier, jetzt muss ich wieder auf den warten. Und der ist hier oft vertreten in diesem Level. Okay, das ist der normale. Ich bin tot. Überraschung. Ne, dann mach mal. Ja, ich kann nicht mal sliden. Man darf nicht mal sliden in diesem Spiel. Also rutschen. Da. Es ist ausgeschaltet. Gibt es in diesem Spiel nicht. So, das sind
wir endlich angekommen. Achso, spawn magischerweise in einem Bossfight. Okay. Also klar, ist ja auch ne, zu erwarten. Jedes Level hat einen Boss. Okay, jetzt ist selbst dieser blöde normale Kampf hier, sage ich mal, eine Anstrengung. Aber der wurde auch hier natürlich schon fleißig aufgepimpt, ne? Wie ihr seht. Okay, komm. Es sind halt sehr viele Flammen hier. Und wir haben kaum eine Gelegenheit, hier was zu reißen. Okay, dann lass mich mal hier stehen. Dann warte ich hier eine Runde. Nein, ich sterbe trotzdem, weil diese Flammen überall sind, wo ich bin. Okay, gewonnen. Boah, okay. Und auch hier war das Level trotzdem noch das angenehmere. Ja. Weiter. Wo bin ich denn jetzt? Dein einziger Weg hier aus der Cave raus ist, wenn du alle roten Münzen sammelst. Finde sie alle, um den Boss zu bekämpfen. Du wirst automatisch hin teleportiert. Okay, immerhin, danke für diese Nachricht. Wäre natürlich noch nett gewesen, mir zu sagen, wie viele es denn gibt. Damit wir auch ein bisschen mehr darauf achten können. Das scheint hier ein großes Labyrinth zu sein. So, was ist das? Final Fantasy VI Musik? Ich habe keine Ahnung. Puh, hier verliert man aber auch sehr schnell schon mal die Übersicht, ne? Aber ich bin schon mal froh, dass zum Beispiel diese Piranha-Pflanzen da nicht instant 20 Brocken Feuer auf mich spucken. Okay, aber das Level ist echt in sich. Hier haben wir einiges. Boah, komm schon. Jetzt war ich nicht da rechts. Jetzt weiß ich nicht, ob das doof war. Guck mal, hier ist noch sehr viel zu machen. Hier war ich ja schon. Ja. Ach man, jetzt stirbt er nicht. Gut. Ich wollte eh unten lang. Und jetzt hier, richtig? Nein, da oben. Oben und dann da rein. Nein, warte, wie komme ich da hoch? So. Guckt euch Marias Augen an. Kann uns hypnotisieren. Da will ich jetzt hin. Mal gucken, was da so abgeht. Aha. Oh, es war, naja gut, eine Sackgasse. Ich meine, wir müssten trotzdem hier hin. Aber hätte ich das mal lieber sofort gemacht, weil den Rückweg haben wir jetzt auch schon gehabt. Oder, Moment, war ich schon auf der anderen Seite da unten? Lass mich hier nochmal abchecken. Ich glaube schon. Ja doch, ich war hier schon auch. Aber war ich auch hier? Da war ich safe noch nicht, weil Wasser hatten wir jetzt noch nicht gehabt. Mario hat einen ganz schön breiten Bauch. Mist. Das war mein Cape. Und das waren noch längst nicht alle Münzen. Hier waren wir. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Hier? Ah, okay, das war's. Wir haben's. Und... Oh, du schon wieder. Ja. Okay. An und für sich alles cool, nur dass dieser Typ jetzt mit dabei ist. Kannst du bitte gehen? Und er springt schon. Müssen wir nur noch hier aushalten. Er kann sie immer noch töten. Jetzt haben wir es. Okay. ja, das war auf jeden Fall ein sehr angenehmeres Level. Irgendwie bin ich trotzdem gegen die Scheigeist die ganze Zeit abgekackt, aber es ging so. Und jetzt haben wir ein Schloss. Amazonas Forest. Okay. Aha. Ich kann nicht rennen. Ich kann auch nicht springen. Ich kann nur noch gehen. Okay. Warum auch immer. Es wird uns auch nicht erklärt. Ja, dann gehen wir halt, ne? Mehr ist hier nicht drin. Mario hat Springen und Rennen verlernt.
Passiert denn hier noch was? Aha, ein Schild. Checkpoint, immerhin. Müssen wir, wenn wir hier sterben würden, nicht nochmal alles von vorne hergehen. Und das ist der Final Boss, oder was? Ich weiß nicht, ob es das letzte Level ist. Aber, ja, auf jeden Fall ein Boss, den ich schon mal in anderen Hacks gesehen habe. In irgendeiner Form. Oh, du bist Bowser! Okay, entschuldigt, das habe ich überhaupt nicht erkannt anhand dieser Bowser-Shell. Das sah halt überhaupt nicht nach Bowser aus. Das sieht halt echt nicht nach Bowser aus. Guck mal, allein schon vom Grafikstil her. Wenn ein Bowser da rauskommt, sieht das halt grafisch total anders aus. Aber ja, gut. Es ist Bowser. Bowser ist in Brasilien. So. Puh, knapp, aber wir haben's. Bitte? Hier ist sein Steinchen. Ne, er stirbt. Oh, er stirbt nicht nach dreien. Komm, Stein, fall. Mist. Ah, jetzt ist der. Ja, toll, ey. Da ist der da ist der Stein. Oh. Auf einmal Metroid-Musik. So wisst ihr, jedes Mal gewinnen ist Castlevania, jetzt ist Metroid. Das unzufriedenstellende ist, wir haben ihm am Ende nicht mal selber den Kick gegeben mit dem Stein, sondern er ist selber da reingerast. Akre. Ist nicht das letzte Level gewesen. Oh, Dino. Mario, unser Held. Danke. Dank dir ist Brasilien gerettet. Wir werden für immer dankbar sein. Deine Rakete ist rechts bereit. Und dann steht da einfach noch was Japanisches dazu. Ich kann wieder nicht rennen oder springen. Okay, warum? Also, Brasilien ist zwar weit weg von hier. Aber Brasilien ist jetzt nicht auf einem anderen Planeten. Wir hätten es auch mit einem Flugzeug erreichen können. Na gut, das war's. Das war der gesamte Hack. Wie gesagt, nicht besonders lang. Gar nicht mal so gut, meiner Meinung nach. Also, es war bestimmt cool, einfach mal ein bisschen zum Brasilien zeigen. Aber wir waren weder... Waren wir in Sao Paulo? Ja, oder? Waren wir in Rio de Janeiro? Weiß ich nicht. Waren wir in Brasilia, der Hauptstadt? Ich glaube nicht. Keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht wirklich gut aus in Brasilien. Aber die meiste Zeit, keine Ahnung, habe ich mich nur mit echt unbalanciert schwierigen Leveln rumgeschlagen. Und wenn das ist, wie Brasilien ist, dann möchte ich da lieber nicht hin. ja, also man kann... Überall sind Spinnen, die einen töten, überall sind Shy Guys, überall sind welche Spinies, die einen verfolgen und man abgeschmissen wird. Der Asphalt brennt so sehr, dass man ihn überhaupt nicht betreten kann, nicht mal mit Schuhen. Überlegt es euch nochmal. Und das ist... Achso, wir können die Credits pausieren, aber wir können ja nicht raus. Wahrscheinlich ist das hier zu Ende. Ja gut, ein kurzer Spaß, Start Select. Achso, okay, und dann sind wir wieder draußen. Aber ich fand es interessant, das zu spielen, weil ich mir denke, okay, Mario bereist ein Land und Brasilien ist ja auch ein großes Land, also viele Möglichkeiten. Aber es war ein bisschen schwer, das zu spielen am Ende. Also ich würde, wenn ich eine Bewertung gebe, glaube ich, 3 von 10 geben. Ich fand das jetzt von der Idee vielleicht cool, aber es war halt echt komisch umgesetzt. Beim ersten Level war ich noch voll dabei, aber irgendwann dachte ich mir auch so, Was ich cool fand, war es, dass jedes Level einfach einen Boss hat. Aber ich weiß auch nicht. Ja. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Mitkommen nach Brasilien. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.